Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Seht euch das mal an. Wartet mal, ich hab da wieder eine Meldung bei meiner Webcam. Okay, weiter geht's. Der Marker spielt verrückt. Schleudert alle Necromorphs in die Luft. Isaac hat nicht mal seinen Helm auf jetzt. Lass mich rein. Ich will lieber schlafen, als mir diesen Mist anzutun. Wie? Das ist meine Aufgabe? Ich kann es nicht hacken. Offline. Warte mal, ist hier irgendwas Stase? Was kann man hier stasieren, bla, verlangsamen? Soll ich da Gegenstände reinschleudern? Bäm! Auch nicht. Gibt's hier irgendwas zu hacken? Es hat irgendwas mit dieser aktivieren. Oh. Wie Stross sagte. Ich erinnere mich. Sie aktiviert die Teile des Gehirns, in dem die Markercodes gespeichert sind. Aber wieso bedroht das den Marker? Wovor hatten Sie Angst? Vor mir? Für uns, dass wir zusammenarbeiten. Schritt 4. Ja. Bist du bereit? Es wird wehtun, nicht wahr? Ja. Geh rein. Machen wir das. Schritt 1. Reinkriegen. Schritt 2. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel sticht. Blut strömt über dein Gesicht. Ei. Ei, 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 ei. Guck mal, Isaac. Das ist so krank, was ich gerade mache. Ei. Ei. Au. Isaac hat auch ein Auge verloren, aber guckt euch das an. Kapitel 14. Cross your heart, hope to die. Nein! Ich habe von diesem Vieh gehört. Die Wiedergeburt des Hunters.
der Hunter aus Dead Space 1. Ein sich regenerierendes Vieh. Ich brauche Zeit, du scheiß Vieh! Du scheiß Vieh, lass mich endlich in Ruhe! Komm hier rein! In die Ecke! So. So. Lass mir Zeit. Gib mir die Zeit, die ich brauche. Wieso muss ich denn hierbei jetzt noch was hacken? Hackenslay. Schneller. Gut. Das habe ich geschafft. Okay. Gut. Wo lang? Ich habe mich geheilt aus Versehen. Du scheiß Vieh. Treibmann, diese Evakuierung ist illegal und das ist es. Sagen Sie mir nicht, was ich auf meiner eigenen Station tun und lassen kann. Mein Großvater hat hier das Sagen, lange bevor Sie Ihre Mängel vollgeschissen haben, junger Mann. Sparen Sie sich die Vorträge, Sie wissen, dass ich recht habe. Das Projektprotokoll verbietet eine Evakuierung im Falle eines Sicherheitsverstoßes. Ich habe mein ganzes Leben im Dienste dieser Gemeinschaft verbracht und werde nicht untätig zusehen, wie Sie wegen eines Projektprotokolls sterben. Steigen Sie jetzt in Ihr Schaffel. Wir können uns über diesen Unsinn vor Gericht streiten. Vorausgesetzt, wir leben lange genug, um über Ihre kostbaren Protokolle zu reden. Wie Sie meinen, Sir. Ich finde, ich sollte abspeichern. Und ich sollte mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Neuer Spielstart in Kapitel 14 auf jeden Fall. Oh, Leute. Nicht der Hunter. Nicht die Rückkehr des Hunters, auch wenn das total anders aussieht. Das ist das blödeste Vieh, was es gibt. Wir sehen uns gleich. Okay, da bin ich wieder. Mein Ton spackte nämlich zu sehr ab und, naja, scheint offensichtlich normal zu sein. Also dann mache ich jetzt noch circa 3 Minuten. Der Marker. Sollte nicht zu lange an einer Stelle stehen bleiben. Das hier wird mich verfolgen. Hier taucht es 100 Pro auf. Och, nö. Ich jag mich dann auch noch selbst hoch. Hat mich jetzt noch geschadet? Was von diesem Vieh? Was, meine Heilung? Ich brauche ein Schockbad, verdammt. Okay. Warte mal. Wie wär's, wenn du alles stehen und liegen lässt? Oh, ich hasse euch! Warum müssen jetzt überall Kotzer kommen? Alle. Audiolog. Oh, ich weiß, was ich tun muss. Zurück! Also so. Bist jetzt zufrieden? Scheiß Tür.
Ja, speichern, 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 ey. Schon wieder so ein Teil. Es geht immer tiefer. Dieses Scheißspiel ist langsam zum Kotzen. Weil hier so viele Kotze auftauchen. Wo kommt der denn dann raus? Scheiß Kotzer. Die verlangsamen mich, deswegen kommen die so oft. Noch irgendein Zugang. Zutritt verboten. Mann, wie ich jetzt darauf scheißen könnte, dass der Zutritt verboten ist. Aber ich muss da ja irgendwie. Ach so. Nein, 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 nein! Dieses Spiel nutzt echt jede Gelegenheit, mich jetzt zu verlangsamen. Ich habe keine Heilung mehr. Jetzt komm! Das ist nicht spaßig, Leute. Und dieser Part endet hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.